Beste Freunde sind ganz wichtig im Leben und ganz besonders bei den Kindern. Und daher habe ich geschrieben, der Wolf war inzwischen sein bester Freund geworden und Tom konnte ihm alles erzählen, was er auf dem Herzen hatte. Tom war sich sicher, dass er jedes seiner Worte verstehen konnte. So erzählte er ihm, wie traurig er war, weil er kleiner war als alle anderen. Wir haben alle so irgendwo einen wunden Punkt und wollen das eigentlich nicht offenbaren, weil es gibt einfach in dieser Welt auch welche, denen es besser versteckt bleibt. Aber wenn man sich öffnet, und gerade einem Freund, dann ist das ein schönes Zeichen von Geborgenheit und Vertrauen. Und das braucht jeder von uns. Also auf jeden Fall, Tom hat einen Freund gefunden, einen Wolf. Er jammerte, dass er deshalb nicht auf seinem Pferd reiten durfte und man ihm deshalb nie erlauben würde, bei dem Reitwettbewerb mitzumachen. Da beugte sich der Wolf zu ihm, kniete sich mit den Vorderbeinen vor ihn hin und wedelte aufgeregt mit seinem Schwanz. »Verstehe ich dich richtig?«, fragte ihn Tom. »Du meinst, ich soll mich auf deinen Rücken setzen und auf dir reiten?« Da hüpfte der Wolf voller Freude im Kreis herum und nahm wiederholt seine Position ein, indem er sich vor Tom niederkniete. Was für eine schöne Geste! Und ohne Worte, einfach nur nonverbal mit dem Körper. Man muss gar nicht die Sprache sprechen des anderen. Manchmal, wenn man sich öffnet, dann öffnet sich so eine Ebene des Herzens, man versteht sich auch ohne Worte. Also gut, dachte sich Tom und steigt auf Fellknolls Rücken. Er hielt sich an seiner Mähne fest, legte die Beine eng an dessen Körper und sagte laut, »Los geht's, mein Freund, lass es uns versuchen.« Der schwarze Wolf begann zu laufen, es war anfangs ziemlich wackelig und Tom schüttelte es da oben auf seinem Rücken ordentlich durch. Er hatte richtig Mühe, sich festzuhalten. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und landete auf seinem Hintern. Tom lachte und Fellknoll hüpfte im Kreis. »Noch einmal«, sagte Tom und krabbelte wieder auf seinen Rücken. So übten sie den ganzen Tag und Tom vergaß sogar den Reitwettbewerb samt Fest. Eigentlich interessierte es ihn gar nicht mehr. So, und da habe ich auch wieder eine Tiefe drin, die ganz wichtig ist, nämlich Fallen gehört zum Leben dazu. Wenn man etwas probiert, kann es einmal schiefgehen, es kann zweimal schiefgehen, es kann sogar dreimal schiefgehen. Wenn man aber das wirklich will und es immer wieder versucht, dann kann es klappen. Und das muss man auch mal lernen als Kind, dass man hinfällt und aufstehen kann und dass es auch vielleicht mehrmals sein kann und aufsteht und dann erfolgreich sein kann. Das lernt man als Kind. Und was habe ich noch da drin gebracht? Ja, eben, dass man üben darf. Üben darf den ganzen Tag. Und wenn man was gefunden hat, wo einen interessiert, weil manchmal kann man sich auf etwas fokussieren und vielleicht festfahren und dann sieht man nicht das andere rundherum, die anderen Perspektiven, die anderen Möglichkeiten und ist dann so traurig und es lähmt einen, blockiert einen. Aber wenn man mal erkannt hat, dass wenn man vielleicht etwas anderes ausprobiert und man darin wirklich Freude findet, dass das gar nicht mehr so interessant ist. Und wenn es da nicht weitergeht, dann geht es vielleicht da weiter. Tolle Sachen, die da drin stehen, also für groß wie für klein, nicht vergessen, ich schreibe für beide Generationen. So, und jetzt, Fortsetzung folgt, bleibt's dran.